Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Tristesse und Abstiegsangst gegen Euphorie und Erfolg. Das beschreibt das Aufeinandertreffen vom HSV gegen den BVB. Der deutsche Meister scheint nun auch endlich auf der europäischen Bühne angekommen zu sein. 1:0 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam durch ein spätes Tor von Lewandowski. Das dürfte doch Auftrieb für die kommenden englischen Wochen geben. Nein, sagt Kapitän Sebastian Kehl, man dürfe jetzt nicht abheben. Mit Mario Götze und Marco Reus stand erstmals das Dortmunder Traumduo gemeinsam von Beginn an auf dem Platz. Die Leistung eher durchwachsen als überragend. Dessen ist sich Marco Reus bewusst. Wir haben phasenweise gut harmoniert, meint er, aber wir beide wissen auch, dass wir noch viel arbeiten müssen, damit es perfekt funktioniert. Ob die beiden auch am Samstag gegen den HSV gemeinsam spielen werden, ist noch offen. Und schließlich hat Trainer Jürgen Klopp die Qual der Wahl. Auch Großkreuz und Perisic beanspruchen einen Stammplatz. Gut möglich, dass der Trainer dem jungen Götze eine Verschnaufpause geben wird. Eine Pause von all dem Drama derzeit um den HSV wünscht sich deren Trainer Thorsten Fink. Der Coach steht schon gewaltig unter Druck. 0 Punkte nach 3 Spielen, Tabellenplatz 17. Die ersten Zweifel kommen am Trainer auf. Doch noch scheint er sicher im Amt zu sein. HSV-Boss Karl-Edgar Jarchow hat bereits eine Jobgarantie für Fink ausgesprochen. Es gibt überhaupt keine Grundlage, nun mit einer Trainerdiskussion zu beginnen. Wir sind von Thorsten überzeugt. Es gibt intern keine Diskussionen. Und es gibt auch kein Zeitfenster für derartige Entscheidungen. Eieiei, erste Aussagen zum Trainer und sogar schon ein Dementi einer Entlassung. Das sind oftmals bereits Anzeichen, dass der Coach zur Diskussion steht. Wird der HSV der erste Verein, der in dieser Saison seinen Trainer rausschmeißt? Eine mögliche Trainerwette bietet sich hier an. Die Quoten dazu sagen uns, der sicherste Kandidat für eine Entlassung ist Markus Babbel bei Hoffenheim, dem derzeitigen Tabellenletzten mit einer Quote von 2,0. Doch dann folgt schon Thorsten Fink. Fliegt er schon am Wochenende und Babbel bleibt im Amt, dann bringt ihnen das das 3,5-fache ihres Einsatzes. Ein weiterer Kandidat für die erste Entlassung der Saison ist Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart. Zurück zum Sportlichen. In Hamburg herrscht derzeit eine Mischung aus Aufbruchstimmung und Ernüchterung. Nach der Verpflichtung von Van der Vaart sollte alles anders werden. Punkte und vor allem Siege sollten her. Doch der Heilsbringer war er bisher noch nicht, obwohl der HSV eine Leistungssteigerung zeigte. Dass der Holländer am Samstag auflaufen wird, steht eigentlich außer Frage. Für den gesperrten Giracek wird wohl Tolgay Arslan in der Anfangself stehen. Der Deutsch-Türke spielte früher selbst in der Jugend des BVB und kickte an der Seite von Götze und Reus. Für ihn also ein besonderes Spiel. Zeit auch für besondere Momente. Gelingt dem HSV der erste Punktgewinn der Saison? Schauen wir auf die Quoten. Die derzeitige Verfassung von Hamburg und die überzeugende Leistung des BVB in der Champions League sprechen Bände. Mit einer Quote von 5,5 ist der HSV krasser Außenseiter und das im eigenen Stadion. Alles spricht für einen Sieg des BVB. Mit 1,65 aber ist die Quote selbst dafür noch relativ verlockend. Wir wünschen wie immer viel Erfolg beim Wetten und ein gutes Händchen.